Quatsch. Entschuldigung, das heißt, mein Mann leidet am Gegenteil, so heißt es. Es ist mir sehr peinlich, zum Schluss noch ein solcher Hammer. Trotzdem, Entschuldigung, bleiben Sie uns gewogen. Mein Gott, ist das aufgeführt. Dieser Sexthemen warten, mit denen andere Sendungen auf Einschaltquoten schielen, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Wir haben uns für ein ernstes und informatives, anspruchsvolles Gesundheitsthema entschieden. Impotenz. Impotenz oder Hilfe, mein Mann leidet am Gegenteil. Meine ersten Gäste sind Gabi und Martin. Sie kommen aus Mannheim und sie haben ein großes Problem. Das heißt, Martin hat das Problem, das große, und Gabi leidet darunter. Hier sind Gabi und Martin Pelzer. Also, Martin, das nenne ich wirklich ein großes Problem. Ist das nicht unangenehm, sowas? Ach, man gewöhnt sich an alles. Ist ja schließlich schon fast eine Woche, dass ich diesen Zustand habe. Ich meine, 5 Tage. Ja, also Sie empfinden das gar nicht, diesen Zustand gar nicht so als Belastung, sondern als körperlichen Segen? Ja. Also es ist eine Belastung. Doch. Und das Schlimmste ist ja auch, dass wir mit dieser Krankheit gar nicht ernst genommen werden. Mhm. Wo wir auch hinkommen, lachen sich die Leute einen Ast. Ja. Das ist nicht schön. Also bitte, wenn ein Mann in einem solchen Zustand zum Hausarzt muss, ja, oder zur Massage oder sonst, oder bei der Rodel-WM mitfährt, das ist nicht lustig. Bitte, ja? Gabi, Sie haben gerade gesagt, Martin, wir haben es gehört, Sie sind krank. Ach, Quatsch. Ich habe mich nie besser gefühlt. Sie kann mich nur nicht nehmen, wie ich bin. Also ich verstehe nicht, wie du darauf auch noch stolz sein kannst. Seit 5 Tagen versuche ich ihn dazu zu bringen, zum Arzt zu gehen. Hm. Aber er ist stur wie ein Esel. Deshalb habe ich Sie auch angerufen. Sie haben doch einen Arzt hier, der sich dieses Mörder-Dings mal anguckt, oder? Gabi, versprochen ist versprochen, aber später, ja? Ich brauche keinen Arzt. Alles, was ich brauche, ist Betätigung. Ich fühle mich wie ein Feuerwehrmann, der nicht löschen darf. Okay. Okay, Martin, vielleicht finden wir ja noch jemanden, der Feuer legt. Aber jetzt erklären Sie unseren Zuschauern doch erstmal, ja, was Ihnen genau fehlt eigentlich. Fehlt? Ja. Ich habe wohl eher ein bisschen zu viel. Gut, fragen wir mal jemanden im Publikum. Was möchten Sie sagen? Also, wir Frauen haben ja gar keine Ahnung, was das für ein Zustand ist und was das für ein Gefühl ist, so über Wochen hinweg, so ja, über Tage hinweg. Das ist ganz normaler Bluthochdruck. Hat sich schon mal eine Mücke gestochen? Noch nie? Na doch, ja? Aber noch nie ein Schwarm Riesenhornissen. Also, das muss ja höllisch jucken. Martin? Ganz genau so wie ein ganz, ganz großer Mückenstich, wo man dauernd dran kratzen will. Nur, dass es nicht juckt, es hämmert und kribbelt und pocht. Ja, genau, es pocht. Also doch, genau wie bei uns Frauen. Doch. Also, ob das jetzt pocht oder nicht. Ja. Mein Mann hat Priapismus. Ich habe mich erkundigt, also Priapismus, das ist eine ernste Krankheit. Das ist eine schmerzhafte Dauererektion. Schmerzhaft. Im Gegenteil, Gabi. Martin, können wir uns darauf einigen, dass es zumindest schmerzhaft aussieht, ja? Gut, liebe Todfreunde, worunter Martin leidet... Ich leide nicht, Herr Kaiser. Du leidest wohl. Okay, nein. Also, liebe Todfreunde, Martin erfreut sich an einer Krankheit mit dem Namen Priapismus. Sie haben noch nie davon gehört, ich auch nicht. Marco? Hallo. Der weltbeste singende Reporter und Hobby-Urologe, Marco Mons. Hallo, TV. Marco. Da. Soll ich was singen? Nein, wir unterhalten uns gerade über Priapismus. Pria wat? Pismus. Also. Ja, das können nur Männer kriegen, Marco, nicht? Und die können dann immer. So. Immer? Immer. Das ist ja der Hammer. So. Gut, zeig das mal rum, bitte, ja? Ja, klar. Okay. So, liebe Talkfreunde, wenn Sie nähere Informationen über zum Thema Priapismus wünschen, dann können Sie diese handliche Broschüre bei uns anfordern. Legen Sie bitte Ihren Briefumschlag einen mit 180 Mark frankierten Freicontainer, Gütercontainer bei, dann schicken wir das Standardwerk gerne zu. Ja, da steht wirklich alles steht da drin über Priapismus. Ich bin auch erstaunt, dass einem Mann
so was Schreckliches zustoßen kann, aber man lernt ja nie aus. Es ist nicht schrecklich, ich fühle mich saugut. Das ist genauso, wie wenn man einen normalen Zweitakter plötzlich Kerosin reinschüttet. Boah. Wissen Sie, mein Mann arbeitet für eine Baumarktkette. Sein Fachgebiet sind Rasenmäher. Ja, ich habe ja ganz vergessen, Sie vorzustellen. Also Martin ist Einkäufer für eine Baumarktkette. Übrigens, das mit dem Rasenmäher und Kerosin ist Quatsch, ne? Ein ganz schlechter Vergleich. Das explodiert nämlich. Gabi, was machen Sie noch mal? Was machen Sie noch mal beruflich? Ja, also ich bin Reiseverkehrskauffrau. Ah. Aber ich finde das jetzt eigentlich ziemlich unwichtig. Ich meine, viel wichtiger ist doch Martins Krankheit. Und ich bin ehrlich gesagt fassungslos, wie er das auch noch gut finden soll. Ich meine, er redet nicht nur wie ein Sexprotz, er benimmt sich auch noch so. Manchmal glaube ich, er ist größenwahnsinnig. Der Gedanke ist gar nicht so dumm, Gabi. Wissen Sie, ich bin bei meiner Recherche über Priapismus auf Folgendes gestoßen. Jetzt pass mal auf. Regie, können wir mal das Bild haben? Da, schauen Sie sich das mal an. Napoleon. Jetzt gucken Sie mal ganz genau hin. Gabi, wo der sich hinfasst. Können Sie es sehen? Ja, der Kaiser, der größenwahnsinnige Kaiser, war Priapist. Das ist ja unglaublich. Nein, das ist ganz normale Recherche. Gut, Martin, Sie sehen also, Sie sind nicht allein. Nein? Beruhigt Sie das jetzt irgendwie? Ich bin doch die Ruhe selbst. Ja, schön, dass Sie das sind, Martin, dass Sie das so tapfer über Ihre Krankheit auch sprechen können. Liebe Talkfreunde, seit 5 Tagen, da kribbelt, hämmert und pocht das jetzt also so schlimm in Martins Lenden. Er kann wirklich immer, er hat wirklich ein ganz schrecklich hartes Los. Und was nun vor allem die Männer vielleicht unter uns Zuschauern interessiert, wie schafft man es, eine solche Krankheit zu bekommen? Also Herr Kaiser, jetzt spielen Sie das doch nicht so herunter. Was er hat, das ist eine ernsthafte Krankheit. Ich habe mich erkundigt. Ja, aber haben Sie schon mal versucht, diesen Zustand zu lindern? Ja, natürlich. Mit feuchten Umschlägen, mit Kamillenextrakten. Ja, was denn? Ich meine, als er mal ein Bänderriss am Knöchel hatte, da ging die Schwellung auch zurück. Gabi, ich bin sicher, Sie sind bestimmt eine ganz gute Pflegerin, was Knochen und Gelenke angeht. Aber der Mann in mir, ja, der sagt mir, dass ein rein männliches Organ in einem solchen Zustand was ganz anderes braucht als Kamillenumschläge. Also ich meine, wir probieren es ja auch anders. Wir schlafen ständig miteinander. Ach, ständig, das wüsste ich aber. Ich wüsste auch, wenn es dir noch Spaß machen will, hast du überhaupt keine Lust mehr dazu, Gabi. Ja, glauben Sie, es macht mir Lust, mit ihm zu schlafen, wenn ich genau weiß, dass ich in einer halben Stunde schon wieder ran muss? Ich habe schon 4 Kilo abgenommen. Andere Frauen würden sich drüber freuen. Über einen selbstverliebten 30-jährigen Vibrator? Gabi. Gabi. Ich kann verstehen, dass Sie... Also in letzter Zeit sich Ihre Freude am Sex in Grenzen hält. Ja. Wie oft haben Sie denn früher miteinander geschlafen? Ja, regelmäßig. Das heißt? Regelmäßig bei Wetten, dass. Oh. Rufen Sie mal beim ZDF an. Vielleicht bringen Sie die Sendung jetzt täglich, nicht nur 6-mal im Jahr. Also Herr Kaiser, Sie sind ja auch nicht besser als meine Nachbarin. Seit Martin diese Krankheit hat, werde ich damit nur verarscht. Gabi, Sie sollten nicht böse sein auf Nachbarn oder Zuschauer, die lachen. Für uns alle ist Priapismus... etwas Neues, Erschreckendes. Und die meisten Menschen reagieren in ihrer Unsicherheit darauf mit Lachen. Gut. Und Sie sollten toleranter sein und die Latte nicht so hoch hängen. Also Herr Kaiser, diese blöden Anspielungen, die kann ich jetzt wirklich nicht mehr gebrauchen. Wie wenn Ihre Nachbarn sagen, Mensch Gabi, halten Sie doch die Ohren steif. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Also Herr Kaiser... Wenn diese Witze wenigstens neu wären, aber die kommen doch alle von der Stange. Und überhaupt. Du findest es doch auch noch toll, dass die Nachbarin dir hinterhergelotzen, hä? Seit 5 Tagen versuche ich ihm jetzt beizubringen, dass er eine gefährliche Krankheit hat. Mhm. Aber er glaubt mir nicht. Sie behauptet, er wird schwarz und fällt ab, Herr Kaiser. Ja, das tut er auch. Was ist an dieser Krankheit eigentlich so gefährlich? Der Blutstau, habe ich gelesen. Wo? Ja, in dem Buch, was ich mir gekauft habe, die Sexualität des Mannes. Ah, ich kenne nur den Atlas urologischer Operationen. Nein, also in meinem steht drin, dass wenn sein Teil nicht bald wieder normal wird, dann färbt es sich schwarz und fällt ab. Fällt ab? Ja, blöpp. Blöpp. Ja, blöpp. Du spinnst doch. Ich spinne nicht. Schwarz und fällt ab. Den Spruch kenne ich, den hat meine Oma immer gemacht, wenn ich mit dem... Playboy vom Klo kam. Ja, vielleicht hat Ihre Oma ja auch recht gehabt. Onanieren macht ja auch schwerhörig. Das habe ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Onanieren macht ja auch schwerhörig. Nee, im Ernst, Martin,
Wenn in einem Fachbuch wie Sexualität des Mannes steht, dass das männliche Geschlechtsteil abfallen kann wie ein Raucherbein, das sollte einem schon zu denken geben, ne? Raucherbein? Sie meinen... Ja, das meint er. Scheiße, wir müssen was tun. Ach. Deshalb sind Sie ja hier, Martin. Nein? Aber halten wir mal fest. Sie fühlen sich potent, sehr potent, in der potentesten Phase Ihres Lebens vielleicht überhaupt. Und was da so schön hämmert, kribbelt und pocht, das ist eigentlich ein Notruf Ihres Körpers. Ja? Und wenn Ihre Frau recht hat, dann kann es sein, dass morgen schon, sprechen wir es aus, dass es Ihre letzte Erektion ist und morgen ist schon alles aus. Plöpp. Sie haben doch vorhin gesagt, dass da noch so ein Arzt kommt. Ich meine, den können wir doch jetzt reinholen. Ach so, plötzlich, was? 5 Tage rede ich mir ein Wolf, aber jetzt drängeln, klar. Liebe Talkfreunde, stimmt es, was in Sexualität des Mannes geschrieben steht? Stimmt es, was Martins Oma schon immer gesagt hat? Und wenn ja, was können Gabi und Martin dagegen tun? Fragen wir mal einen Mann, der es wissen muss. Er spielt gerne Golf und das nicht mal gut. Liebe Talkfreunde, begrüßen wir den Urologen und Sexualforscher Dr. Clemens Lienen. Dr. Lienen, herzlich willkommen. Dr. Lienen, die Frage, die uns und Martin natürlich jetzt brennend interessiert, ist, welches Handicap haben Sie? 37. Ich habe leider Schwierigkeiten beim Putten momentan. Ja. Damit hat Martin überhaupt keine Schwierigkeiten, da geht es ihm besser. Dr. Lienen, Sie haben sich jetzt 12 Jahre lang mit dem männlichen Glied beschäftigt. Was sind die Ursachen oder können die Ursachen sein für Priapismus? Martin, wie lange befinden Sie sich schon in diesem Zustand? 5 Tage. Ja. Und haben Sie versucht, was dagegen zu tun? Kamillenumschläge. Das nutzt alles nichts. Nee, das hätten Sie vielleicht mit heißen Sitzbädern versuchen können, damit das Blut abfließt. Doktor, ist denn Priapismus wirklich so gefährlich, dass es mit dem Totalverlust enden kann? Ja, das kann passieren. Kann man da nicht was gegen tun? Ja, kann man, Doktor? Man kann. Ich müsste natürlich ein bisschen mehr über den Krankheitsverlauf wissen. Und der Gradlinie ist... Mehr noch als bei jeder anderen Krankheit ist es bei Impotenz und... Ich bin doch nicht impotent, also... Das habe ich auch nicht gesagt, aber Impotenz und Priapismus sind verwandte Krankheiten. Martin, was würden Sie denn selber als Auslöser Ihres Zustands bezeichnen? Ja, das ist es ja, Herr Doktor. Ich weiß es nicht mehr so genau. Das behauptet er. Ja, steif und fest. Ja, ich hatte einen Unfall. Ich war auf einer Dienstreise, 3 Tage lang, Herr Doktor. Ich bin Einkäufer für eine Baumarktkette. Und am Ende hatte ich da wohl einen Unfall mit meinem Dienstwagen. Hat man mir so erzählt. Ach, und wer hat's dir erzählt? Vielleicht eine Blondine, die nichts anhatte? Die Polizei, Gabi. Gabi, ich schwör's dir, es stimmt. Ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern. Weder an die Dienstreise noch an den Unfall. Ach ja, das da, das ist aber noch Erinnerung genug, oder? Das da kann sich nicht erinnern, Gabi. Spielt sich alles nur im Kopf ab. Stimmt, Herr Doktor, Sie haben recht, Entschuldigung. Sonst müssten Männer dort ja Gehirnzellen haben. Und das kann nicht sein, oder? Es gibt viele Männer, die damit denken. Zum Beispiel Jürgen Drews. Wie lange dauert es denn? Sie sind doch noch jung. Männer werden noch im Schnitt 73 heute. Ich meine, wie lange es dauert, bis es... plöppt. Ja, sind Sie denn ständig in diesem Hochdruckzustand? Ich meine, keinerlei Erholungspause, 24 Stunden am Tag? Doch, morgens, wenn ich aufwache, da ist er so ein bisschen schlapper. Das ist ja interessant, ausgerechnet morgens, ja? Das ist gut, wenn der Druck ein bisschen nachlässt, denn jede kleine Pause ist sehr wichtig für die gesamte Durchblutung des Körpers. Wann fällt er ab? Dr. Lien, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann müssten wir ja erst der Ursache für den Unfall auf den Grund gehen, um Martin helfen zu können. Und seiner Gedächtnislücke. Mhm. Wann, Herr Doktor? Also wann, liebe Talkfreunde? Wollen wir nicht alle gerne eine Antwort auf die Frage, wann? Morgen, gleich nach dem Aufwachen, heute Abend, beim Nachhausefahren oder jetzt gleich nach der Werbung für den neuen Bosch Hammer? Wann? Wir werden es erleben. Gleich geht's weiter mit TV Kaiser. Und Sie fühlen sich erotisch und Ihnen ist heiß. Die gute Nachricht: In Deutschland erkranken jährlich 3000 Männer an Priapismus. Die schlechte: Priapismus ist nicht ansteckend.
Ja, liebe Talk-Freunde, das war mit Sicherheit die ungemütlichste Werbepause, die Martin je gehabt hat. Dr. Lien, ich denke, wir sollten Martin auch nicht länger auf die Folter spannen, was die Beantwortung der Frage wann angeht. Zur Erklärung für die Zuschauer, die jetzt gerade zugeschaltet haben. Martin leidet unter einer seltenen Form von Blutstau und er fragt sich, wann, Dr. Lien? Beim männlichen Glied handelt es sich um einen Schwellkörper, der ausschließlich aus Muskeln und Gewebe besteht. Ein solches Gewebeorgan wird nicht einfach schwarz und fällt ab. Gott sei Dank. Vielmehr fängt es erst stark an zu kribbeln, zu pochen, färbt sich dann langsam violett, wird immer dunkler und dann fällt es ab. Ja. Wie lange dauert es, bis es... Also vom Beginn der Violettfärbungsphase bis zur letztendlichen Konsequenz vergehen in aller Regel 4 Tage. Ja, ist diese Färbungsphase denn schon eingetreten? Nicht gut, aber dann kommen Sie trotzdem spätestens übermorgen in meine Praxis und falls die Symptome sich ändern, schon früher. Ach, wie wäre es, wenn ich am Montag zur Behandlung komme? Da können wir das Wochenende noch nutzen, Gabi. Nix da, nix da. Mir reicht's. Das Ding kommt weg. Weg? Sag mal, spielst du? Ich will ja nur, dass es wieder in seinen Normalzustand versetzt wird. Und wenn du dich ja weiter so aufspielst, dann mache ich es wie diese Amerikanerin damals bei ihrem Mann. Schnipp, schnapp. Na gut, Gabi, aber der ist immerhin später noch berühmt geworden. Er war in fast jeder Talkshow nachher zu sehen. Ehrlich. Gut. Liebe Talkfreunde, bevor wir uns nun weiter mit Martin und den Hintergründen und Fragen seines Zustandes beschäftigen, möchte ich erst noch 2 weitere Gäste begrüßen. Hier sind Regina Foppe und ihr Mann Bert. Regina, schau dir das an, ist das nicht unglaublich? Sagen Sie mal, pocht das nicht irrsinnig? Bert, die Frage hatten wir schon. Haben Sie draußen nicht aufgepasst am Monitor? Er ist im Aufenthaltsraum eingenickt, vor Schlaffheit. Ah, Bert, sind Sie öfter schlaff? Hin und wieder. Wohl eher ständig, mein Bester. Liebe Talkfreunde, Bert ist sozusagen genau das Gegenteil von Martin. Und deshalb heißt seine Krankheit auch anders, nämlich Regina? Bert soll's sagen. Sag du's, Regina. Er hat Probleme damit, es zuzugeben. Und unsere Selbsthilfegruppe meint, solange Bert das nicht im Griff hat, ist an Heilung nicht zu denken. Los, Bert, wie heißt deine Krankheit? Lauter, Bert. Lauter. Oh mein Gott, dieser Mann. Impotenz will er sagen. Unser Problem heißt Impotenz. Es ist immer noch mein Problem, Regina. Bert, wenn ich das richtig verstanden habe, wären Sie ohne Regina gar nicht in die Sendung gekommen. Ist sie also sozusagen die treibende Kraft? Im Zusammenhang mit Bert über treibende Kraft zu reden, wäre zu viel des Guten. Ja, ich hatte die Idee, in diese Sendung zu kommen. Ja, ich habe auch den Kontakt zur Selbsthilfegruppe geknüpft. Ja, ich will, dass mein Mann endlich wieder ein ganzer Mann wird. Ja, Regina ist, das muss ich mal erklären, Lehrerin für Kunstgewerbe in der Erwachsenenbildung. Und auch Bert steht beruflich seinen Mann. Sie sind ja Lektor in einem Fachbuchverlag. Wie lange geht das denn jetzt schon so, dass nichts mehr geht? Mehr als ein Jahr. 13 Monate genau. Sie führt darüber Buch seit Beginn unserer Ehe. Wenn Sie 3 Karteikärtchen in 5 Jahren ein Buch nennen, Herr Kaiser. Bert, Ihre Frau hat ja die Selbsthilfegruppe gerade erwähnt. Hat sie das irgendwie vorangebracht? Das ist nicht so schlecht. Ich spiele ja sehr viel Schach. Wir gehen oft zusammen in die Sauna und... Hört sich doch gut an. Ja, geh doch mal mit. Ich meine, vergiss es. Regina, wie erleben Sie die Selbsthilfegruppe? Nun, man erfährt zum Beispiel sehr viel über die Paare, bei denen es wieder klappt und so. Mhm. Und auch über Praktiken, wie man mal wieder richtig Schwung in die Beziehung bringen kann. Mhm. Aber leider nützt das alles hier nichts. Nimm mich doch so, wie ich bin, dann wird das schon wieder. Von ganz alleine. Es dauert halt ein bisschen. Und wie lange soll es noch dauern? Regina, wie wichtig ist Ihnen Sexualität in der Beziehung? Schon wichtig. Ich bin ja auch so ziemlich unausgeglichen, weil seit 3 Monaten überhaupt nichts mehr läuft. Und es kann auch so nicht mehr weitergehen. Ja, Bert, fühlen Sie sich denn gedrängt von Regina? Ich meine, wenn Sie jetzt im Büro sind und Sie denken schon wieder daran, ja, das macht Ihnen vielleicht auch sogar Angst, dass wenn Sie sich vorstellen, Regina ist da zu Hause im kurzen, seidenen Schwarzen und sie sehnt sich nur nach eins. Sie will nur eins. Sex. Sex. Ich finde Sex in einer Beziehung nicht so wichtig. Wir unternehmen sehr viel in kultureller Art, Theater,
Museen. Ich finde es wichtiger, dass man im Geist zusammenpasst, dass man auf einer Wellenlänge denkt. Ich will aber nicht nur mit dir denken. Ich will auch endlich mal wieder mit dir schlafen. Ich bin eine Frau, Bert, und keine Kulturzeitung. Regina, was halten Sie denn für die Ursache von Berts Zustand? Er hat einen psychischen Knacks, garantiert. Dr. Lien. Tja, Impotenz kann sehr viele Ursachen haben. Hm. Sie kann Spätfolge einer anderen Krankheit sein. Welche zum Beispiel? Gonorrhoe. Hatte ich nicht. Dann vielleicht hormonelle Ursachen. Diabetes, Schilddrüsenfehlfunktion? Auch nicht. Oder seelisch-psychische Ursachen? Glaube ich nicht. Ich glaube, das liegt alles an der Umweltverschmutzung. Ozonloch, Schwermetalle, falsch drehende Joghurts. Andere Leute kriegen Kopfschmerzen und bei mir geht's halt auf die sexuelle... Ja. Aber sonst fühlen Sie sich gut. Wie, jetzt hier? Nee, morgens, wenn du aufwachst und denkst, hey, ich bin impotent. Männer wie er, die sich nur über die Füllung ihrer Unterhose definieren, können das nicht nachvollziehen. Ich denke nicht ständig daran. Ich stehe nicht morgens auf, laufe nicht rum und sage, ich bin impotent, ich bin impotent, ich bin... Mir geht's gut. Ich bin die Ruhe selbst. Nicht so nervös und angespannt wie er. Ich bin doch nicht nervös. Ach ja, und warum starrst du dann dauernd in deine Hose? Also ich finde das widerlich, so wenig Selbstbeherrschung. Ja, Dr. Lien, da... Bert ja die Probleme mit seiner Impotenz gar nicht als so gravierend empfindet, wollen wir lieber wieder über Martin sprechen. Wie können Sie ihm ganz konkret helfen? Ja, am besten mit einer Operation. Hm? Am besten übrigens auch möglichst schnell, also Samstag oder spätestens am Sonntag. Ja, und da interessiert uns jetzt natürlich eine Frage ganz besonders. Spielen Sie Sonntag nicht Golf? Ja, normalerweise schon, aber eine Priapismus-Operation ist eine Routineangelegenheit. Das kann man durchaus mal zwischen zwei Löchern machen. Und was passiert da so genau zwischen den zwei Löchern, meine ich? Ich muss nur Ihr Corpora cavernosa öffnen und perforieren. Nosa? Er möchte deinen Schwellkörper durchlöchern. Ich hab wenigstens einen. Noch. Doktor, was werden Sie genau bei der Operation machen? Ja, also ich kann das gerne mal demonstrieren. Es ist ja sehr schön beschrieben im Atlas urologischer Operationen. Gute Idee, Doktor. Regie, können wir mal die Bilder haben, bitte? Ja, genau. Hier ist er also. AUO. Atlas urologischer. Hier sieht man die Betäubung mit einer Kanüle. Hier lege ich die beiden Schwellkörper frei, entnehme ein Stückchen Gewebe und verbinde die beiden Muskeln mit einer 3 cm langen Naht. Ich schließe praktisch den Blutkreislauf kurz, das Blut kann abfließen. Ja, und das Ganze dauert vielleicht eine halbe Stunde und ich kann schon wieder zum nächsten Loch. Gibt es da kein Risiko? Operativ oder technisch gesprochen nicht. Dann haben wir es. Okay, das machen wir. Allerdings muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie nach der Operation impotent sein werden. Was? Impotent. Willkommen im Club. Nee, das mache ich nicht. Das lasse ich nie mit mir machen. Impotent. Aber Martin, wenn es doch die einzige Lösung ist. Und Kinder können wir doch sicherlich noch anders bekommen, oder? Ja, ich will keine Kinder kriegen, ich will Kinder machen. Das regt dich doch nicht so auf. Muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben, Herr Doktor. Ja, zwingend ist eine Operation nur bei rein organischen Krankheitsverläufen, aber... In Ihrem Fall scheint mir ja doch die Psyche eine bedeutende Rolle zu spielen als Ursache Ihres Priapismus. Nur leider können Sie sich ja an den Auslöser des Zustands nicht mehr erinnern. Martin, wollen Sie, dass wir Ihnen helfen bei der Suche nach Ihrer Erinnerung? Ja, sicher. Ja? Egal, was dabei rauskommt? Ich deute das mal als ja. Martin war auf Dienstreise und seitdem hat er dieses Problem. Und dass sein zweites Problem ist, er kann sich nicht erinnern, was vor dem Unfall geschehen ist. Was mag passiert sein in diesen Momenten vor Martins Dauerglückszustand? Martin ist ja Einkäufer für eine Baumarktkette und Marco Mommsen war vor Ort. Wir stehen hier vor dem Baumarkt in Iserlohn, der letzten Station von Martin Pelzers Dienstreise. Und hier neben mir steht die Lagerchefin Frau Krause. Frau Krause, als Herr Pelzer vor einer Woche hier war, ist Ihnen da nichts aufgefallen? Nö, er war wie immer. Kam rein und erzählte einen Witz. Aber wie genau der ging, das könnte ich Ihnen nicht mehr sagen. Können Sie das nicht? Ich meine das auch ganz anders. Und zwar, als er vor Ihnen stand, hat er da nichts gehabt? Also ich meine so, na? Eine Aktentasche. Ein Notizbuch. Ein Taschenrechner? Hallo, nicht vielleicht einen Ständer? Ach, meinen Sie den 3805 für Wandbefestigung oder den 1973 auf Teleskopbeinen? Hier scheint wohl noch alles in Ordnung gewesen zu sein.
Ich fahre jetzt zu der Stelle, wo der Unfall passiert ist und melde mich von dort nochmal. Frau Krause, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Krause. Ja, das war Marco Mommsen. Martin, das bringt uns jetzt im Moment nicht weiter. Sie können sich wirklich an nichts erinnern. Nein. Du verheimlichst doch irgendwas. Nein. Martin, dann müssen wir operieren. Nein. Martin, Sie sollen auch ein bisschen Eigeninitiative mitbringen und nicht alle Vorschläge gleich abwimmeln da. Ja? Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, legen Sie sich ein bisschen zurück, versuchen Sie sich nochmal an die Details zu erinnern. Ja, vielleicht kommen wir so der Lösung auf die Spur. Gut, liebe Talkfreunde, jetzt wollen wir uns aber erstmal mit Bert und Reginas Problem beschäftigen. Vielleicht können wir ja hier helfen. Das heißt, mein nächster Gast hier ist Malou Brandstätter. Malou Brandstätter, herzlich willkommen. Bert, Malou kann Ihnen bestimmt helfen. Ist sie etwa auch Urologin? Nein. Sieht gar nicht so aus. Malou Brandstätter ist Striptease-Tänzerin, ja, und Lehrerin wie Sie, Regina, und auch in der Erwachsenenbildung tätig. Soll das ein Witz sein? Alle Ehefrauen reagieren zuerst so wie Sie, doch dann lassen Sie sich von meinem Konzept überzeugen. Was denn für ein Konzept? Hilfe zur Selbsthilfe. Das, was Ihrem Mann fehlt, das passiert ja vielen Männern. Und meistens ist der Grund Langeweile in der Partnerschaft oder Überforderung beim Sex. Ja, und darauf habe ich mich spezialisiert. Wir kommen ganz gut miteinander zurecht. Und wann sind Sie das letzte Mal zusammengekommen? Nun, unser Sexleben verläuft im Moment eher unterm Durchschnitt, aber was kann eine Stripperin schon dagegen tun? Strippen, Regina, strippen? Gegen die Langeweile. Genau. Also keine Angst, ich werde jetzt nicht jeden Abend bei Ihnen vorbeischauen, sondern ich möchte es Ihnen beibringen. Ich gebe nämlich Stripkurse. Und ich garantiere Ihnen, das hilft. Darf ich auch mal was sagen? An meiner ist die Umweltverschmutzung schuld. Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, Sie könnten unsere Flüsse, unser Gemüse und unsere Atmosphäre sauber strippen. Also Ihre Impotenz, mein Lieber, die beginnt im Kopf. Darauf verwette ich meine Strapse. Bert, was können Sie als Wetteinsatz bieten? Dr. Lien, gibt es denn eine Möglichkeit festzustellen, ob Impotenz psychisch bedingt ist oder durch Umweltverschmutzung? Da genügt eine ganz einfache Frage. Fragen Sie, Doktor. Haben Sie morgens beim Aufwachen, also so im Halbschlaf, haben Sie da salopp gesprochen eine Morgenlatte? Ja, sicher. Ich meine Bert. Hat er, Doktor, hat er. Und wenn er wach wird, ist alles wie weggeblasen. Dann ist die Impotenz psychisch bedingt. Der Körper hat nichts gegen eine Erektion. Sie müsste halt nur effektiv hervorgerufen werden. Sag ich doch. Ja, Malou, Sie haben uns überzeugt, Sie dürfen Ihre Strapse anbehalten. Das finde ich auch ganz gut so. Und jetzt kommen wir zum Serviceteil unserer Sendung. Speziell für viele Paare, die vielleicht ein ähnliches Problem haben wie Regina und Bert. Malou zeigt uns jetzt das Kurzprogramm aus ihrer Strippschule für Anfänger. Und Regina, ich kann nur Ihnen raten, machen Sie mit bei dem Schnellkurs. Ach kommen Sie, Regina, es ist leichter als Macarena. Ganz langsam, noch langsamer. Ich verrate Ihnen jetzt das Geheimnis. Sie stellen sich vor, Sie stehen vor einem großen Spiegel. Und sie tanzen nur für sich. Und durch ein Fenster fällt weißes Licht. Und sie fühlen sich erotisch und ihnen ist heiß. Gott, nein, nein, nein. Martin, Martin. Was ist los? Martin, was ist los? Setzt Ihre Erinnerung wieder ein, ja? Hat das mit der Stripvorstellung zu tun? Woher? Wie kommen Sie denn darauf? Journalismus. Hat es jetzt mit dem Strippen zu tun oder nicht? Ja, sicher. Ich meine, ich bin seit fast einer Woche spitz für drei und ihr macht so eine Strapsschau hier. Ja, so weit waren wir noch nicht, aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Damit Sie nicht platzen, Martin, Malou Brandstätter und Regina, Sie tanzen hinter der Schattenwand weiter, ja? Und du kommst auch mit, Bert. Ich will wissen, ob dich das heilt. Bert kommt auch mit. Applaus! Und was ist jetzt mit den Zuschauern? Ein guter Hinweis, Manu, ein guter Hinweis. Ja, ein guter Hinweis, um elegant ein neues TV-Kaiser-Markenprodukt anbieten zu können. Liebe Talkfreunde, jeder von uns zieht sich abends gern vor dem Schlafengehen seine Kleider aus.
Ab jetzt können auch Sie das auf elegante Art und Weise machen. Unser Video TV Kaiser, die kleine Stripschule, ist ab sofort für 39,90 € in keinem Laden erhältlich. Also rufen Sie jetzt unsere Hotline-Nummer an. Und wenn Sie diese Kassette haben wollen. Gut, Sie können uns das Geld auch so überweisen. Okay. Und von Ihnen, Martin, wollen ich und Gabi jetzt wissen, was eigentlich passiert ist in der bewussten Unfallnacht, als Sie das Gedächtnis verloren haben und wieder mit Priapismus aufgewacht sind. Na, du erinnerst dich doch. Ich seh's dir an. Martin, die Erinnerung ist Ihre letzte Chance, sonst müssen wir operieren. Garantiert. Ich fahr Vater auf der Landstraße zu meinem Hotel bei Iserlohn. Das ist schwarz, es ist dunkel, Nacht. Ich sehe da vier Hügel. Ich meine, ich sehe da zwei Rehkids, die springen direkt davor und ich steig von hinten auf die drauf. Ich meine, ich steig voll auf die Bremse. Ja, und Martin, eben, Moment, ich glaube, wir müssen Ihre Erinnerung anders auffrischen, ja? Aber zuvor schauen wir mal, ob es bei Bert funktioniert hat. Bert, sind Sie wieder in Form? Ja, wie sieht's aus? Nee, alles umsonst. Och, ja. Ja, da kann man leider nichts machen. Liebe Talk-Freunde, Bert konnten wir leider noch nicht helfen. Aber Ihrem Gedächtnis, Martin, das werden wir jetzt mal gewaltig auf die Sprünge helfen. Marco Mommsen hat weiter recherchiert, was auf der Dienstreise passiert ist. Hier ist ein Bericht von der Unfallstelle. Hier an der, danke. Hier an der sogenannten Pamela-Anderson-Kurve hat sich der Kombi vor einer Woche dreimal überschlagen. Grund für den Unfall könnte sein, dass das serienmäßig eingebaute Navigationssystem automatisch abgebogen ist. Wahrscheinlicher ist allerdings aber, dass der Grund für den Unfall mit Martins Sachen zusammenhängt, die man an der Unfallstelle gefunden hat. Ein moderner Zahlenkoffer. Oh, Tapetenmuster. Wer hat denn sowas noch an der Wand? Oh, und diese tolle CD, die Sie übrigens auch kaufen können. Big Mac. Und diesen Bürstenhalter. Möglicherweise ist er während der Fahrt durch offene Fenster reingeflogen und hat damit die Sicht versperrt. Ich gebe zurück ins Aufnahmestudio. Ja, das war Eduard Mommsen. Ja, liebe Talk-Freunde, wenn Sie sich jetzt fragen, wie kommt ein Baumarktvertreter auf seiner Dienstreise an einen BH, dann kann das am besten die Besitzerin des BHs beantworten. Hier ist Elena aus Iserlohn. Elena, Sie können nach dem Unfall noch nicht richtig sprechen. Ich werde daher gezielt Fragen stellen und Sie beantworten sie einfach nur, okay? Mhm. Gut. Elena, kennen Sie Martin? Das Schwein! Ja, das war eindeutig ja. Was hat sie noch gesagt, Dr. Lin? Das Schwein. Martin, woher kennst du diese Frau? Und warum hatte sie auch einen Unfall? Elena, wo haben Sie Martin Pelzer kennengelernt? Im Pfiff. In der Aphrodite-Bar in Iserlohn, am Klapperhof 5, Hinterhaus, zweiter Hof, Treppe runter. Sie haben richtig verstanden, Doktor, denn dort arbeitet Elena als Bardame und Stripperin. In der Nacht zum Montag, da wurde dann Elena von Martin Pelzer eingeladen, ihn in sein Hotelzimmer zu begleiten. Du Schwein. Und auf dem Weg dahin passierte es. Wir hatten Sex. Also er wollte Sex? Nun, das ist auf der Rückbank. Im fahrenden Wagen, auf der Rückbank bei Tempo 69. Aha. War so ein Baum. Ja, es kam ein Baum und dann hat es fürchterlich geknallt. Der Unfall. Ja, Elena hat seitdem zwei Schneidezähne weniger. Sie hat ein Schleudertrauma und eine Mandelstauchung. Elena ist dann aus dem kaputten Wagen herausgekrochen und hat sich davon gemacht, um keine Scherereien mit der Polizei zu bekommen. Und was will sie jetzt hier? Sie will noch was von ihrem Martin. Geld. Geld. Danke, Doktor. Das haben wir verstanden. Entgangener Liebeslohn und Schmerzensgeld. Und sie ist sauer, dass Sie sich nicht bei ihr in der Aphrodite-Bar gemeldet haben. Aber ich konnte mich doch nicht erinnern. Schwein. Schwein. Oh Gott, er ist weg.
Gabi, er ist weg. Er muss nicht operiert werden. Er fällt nicht ab, Gabi. Ich werde nicht impotent. Darauf würde ich an deiner Stelle nicht wetten. Liebe Talk-Freunde, es ist unglaublich. Da kommt ein kranker Mensch zu uns in die Sendung und wird in letzter Minute geheilt. Welche Erklärung gibt es dafür? Können wir auch Bert noch helfen? Was tut man gegen Mandelstauchung? Wir werden es erleben. Dankeschön, liebe Talk-Freunde. Schön, dass Sie noch da sind. Dr. Lienen, diese plötzliche Heilung von Martin, so kurz vor der Notoperation, wie ist das zu erklären? Also der Schlüssel zu Martins Krankheit war ihr Auslöser, der Unfall. Martins Priapismus ist ja durch den Aufprall auf Elenas Mandeln entstanden. Das heißt also, laienhaft ausgedrückt, ein Bluterguss. Ja. Und das Abheilen des Blutergusses wurde verzögert durch den Unfallschock, durch den Gedächtnisverlust und durch ein verschwommenes Schuldgefühl. Und das ging so lange, bis Elena hierher kam. Ja, und den Rest haben wir ja alle miterlebt. Martin, werden Sie Elena noch bezahlen? Was will sie denn? 150 für die Fahrt und 2000 für die Zähne. Gabi, wie geht's weiter in Ihrer Partnerschaft? Ich hole die Koffer und er kann sie packen. Nein, nichts putzen. Ja, liebe Talk-Freunde, so kann's gehen. Da fährt man nichtsahnend auf Dienstreise, will nur seine dienstliche Pflicht tun, kommt krank wieder und dann schmeißt einen die eigene Ehefrau doch einfach raus. Ein Teufelskreis. Ein Beispiel für die Härte und Erbarmungslosigkeit in unserer Gesellschaft. Ja, und wir wissen jetzt, dass Sex eine Stange Geld kosten kann. Andererseits, ist es wirklich gut, immer alles wissen zu wollen? Stopp, Berti, ich finde es echt fies von dir. Moment, wer sind Sie? Ich will gerade Schluss machen. Ich bin der Kai und der Berti hat mir versprochen, dass er heute zu seinem Schwulsein steht. Und ich bin echt schon, und der Anzug und die Brille, was soll das? Wie sieht das? Ist irgendwie voll, ein also, interessanter vor, Schlussaspekt, ja, das gibt bestimmt noch Ärger. Naja, liebe Talk-Freundin, wenn Ihr Mann auch mal nicht kann, vielleicht fragen Sie mal einfach, mit wem er sich sonst noch so rumtreibt. Und nächste Woche wird es wieder spannend. Da heißt unser Thema, ja, ich schleppe gern jemanden ab oder ja, ich arbeite beim ADAC. Ich rechne mit allem, auch mit Ihnen bis dann. Tschüss.